Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Grim Dawn Reign of Terror. Weiterhin in der Diablo Mod unterwegs. Wir sollen herausfinden, warum hier unten alles irgendwie verflucht ist. Ja, ist ja gut. Ist ja okay. Nein, ist noch Gold. Nehmen wir natürlich mit. Hey, Freunde. Schnauze. Ja, jedenfalls. Ja, mal gucken. Also ich hatte ja in der letzten Woche, glaube ich, erzählt, dass ich das Projekt Custom Wasserkühlung vorantreiben will. Das hat sich doch erstmal wieder zerschlagen. Und das auch für längere Zeit. Das ist ja alles ganz nice und so weiter und so fort. Allerdings, um, sage ich jetzt mal, vernünftige Komponenten zu bekommen, bin ich jetzt doch auf einen Preis gekommen. Ich weiß nicht. Das ist so 700-800 Euro, und ich habe dann drüber nachgedacht, ob es mir das wert ist oder ob ich nicht doch einfach entsprechend noch eine Custom-Wasserkühlung für die Grafikkarte dazu nehme. Und ich habe mich jetzt doch für die zweite Variante entschieden. Ich habe mich da auch ein Stück weit von den Forenmitgliedern, also ich bin so in zwei Foren unterwegs, wo es um Hardware geht. Und man lässt sich da so ein Stück weit mitreißen. Und ich war auch wirklich Feuer und Flamme, als ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Aber, ja, keine Ahnung. Ich habe das Ganze wieder... Ich habe das nochmal für mich überdacht. Also 700 Tacken. Also für 700 Tacken, ganz ehrlich, kaufe mir eine PlayStation. Mit ein, zwei Spielen dazu. Ich meine, dass der PlayStation-Kauf ist ja nur, weil ich ihn jetzt nicht gemacht habe. Ist ja nicht, hat sich ja nicht für mal erledigt. Spätestens, wenn es die Lohnsteuer zurückgibt, also sprich März, April dieses Jahr, wird es so sein, dass ich mir vermutlich eine kaufen werde. Weil doch eben halt bestimmte Spiele nur für die PlayStation 5 kommen werden und ich die spielen möchte. Das war immer so. Und deshalb habe ich auch die PlayStation 4 Pro, den Kauf damals, obwohl ich ja damals schon einen Rechner hatte, der deutlich mehr Power hatte als die PlayStation 4 Pro, auch nur annäherungsweise hatte, gab es trotzdem Titel, die ich unbedingt spielen wollte. Und hatte auch echt, oder habe, es gibt ja jetzt immer noch so ein, zwei Spiele, die ich auf der PlayStation für mich spiele, hatte auch irre viel Spaß damit. Ich sag nur Final Fantasy 7 Remake, der erste Teil. Last of Us Part 2. Hier, Ghost of Tsushima. Ich habe für mich gespielt. Na, wie heißt das denn noch irgendwie? Persona 5. Ja, das sind so Spiele, die ich gespielt habe. Und die mir echt irre viel Spaß gemacht haben. Hier ist Schicht im Schacht, ja. Und von daher, ich bereue das auf keinen Fall. Ich möchte jetzt allerdings zu diesem Zeitpunkt offen gestanden noch warten. Denn ich denke fast, also erstmal ist ja sowieso immer noch Ende dieses Monats soll sie dann wieder zu bekommen sein. Aber ich denke, auch da wird es schwierig und ich habe keine Lust, mich vor Amazon hinzusetzen in der Hoffnung, dass ich eine bekomme. Habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Von daher ist es tendenziell so, haut ab. Es ist tendenziell so, dass ich bis April, Mai, März, April, Mai so in dem Dreh warte, um dann zu gucken, hole ich sie mir nicht. Irgendwann werde ich sie mir holen, ob es dann dieses Jahr zwingend sein muss, weiß man nicht. Die
AIO, also All-in-One Wasserkühlung für die Grafikkarte, wird bei 220 Euro liegen. Das ist eine ganz andere Hausnummer als 700 Euro. Also knapp das Vierfache. Und den Vorgänger der AlphaCool Ice Wolf 2, ist der Vorgänger von der AIU, die ich mir dann zulegen würde oder werde, hat er auch schon damals sehr gute Tests bekommen. Die kann ich auch noch zusätzlich dann mit meiner vorhandenen AIU verbinden. So ein Stück weit als Sicherheit, falls mal eine Pumpe ausfällt. Ich meine, es gibt ja immer noch so diese Ängste, oh, ich übertakte meinen Prozessor, kann ich ihn damit kaputt machen, weil er zu warm wird. Das ist ja eigentlich alles lange vorbei. Realistisch gesehen wird Temperatur einen Prozessor eher selten grillen, und das gilt für Grafikkarten wie auch CPUs, weil die mittlerweile ja throttlen, also sie throttlen, so heißt es halt einfach. Das heißt, sie bremsen sich selbst, wenn sie merken, dass sie zu warm werden. Dann bremsen die sich selbst aus, und deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich zum Beispiel mal eine CPU wirklich durch Hitze in die ewigen Jagdgründe schicke. Ist sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Also da muss ich dann einmal wirklich viel zu viel Strom da, oh, da geht es runter. Ja. Hier geht's runter in den zweiten Level. Haben wir irgendwie groß, das da könnten wir uns nochmal angucken. Von daher hat man dann, wenn die beiden miteinander verbunden sind, also AIO für CPU und AIO für GPU, dann hast du trotzdem noch, weil die Pumpe der CPU reicht jetzt nicht aus, um die GPU, also die Grafikkarte, noch mitzukühlen. Das ist ja das große Problem, sonst wäre ich den Weg gegangen. Denn die All-in-One-Kühlung, Wasserkühlung, die ich für die CPU habe, könnte das theoretisch. Aber die Pumpe wird wahrscheinlich nicht stark genug sein. Außerdem brauche ich dann sowieso einen zweiten Radiator. Radiatoren sind, ich sag mal, ja, wie soll ich das formulieren? Gerätschaften aus Metall, wenn sie vernünftig sind, aus Kupfer, nicht aus Alu. Alu ist Kacke. Vor denen dann sozusagen Kühler hängen, und durch diese, durch die Rippen, das sind, man könnte es irgendwie wie Heizungsrohre, na, das ist jetzt falsche Form. Nee, Heizungsrohre passt nicht, der Vergleich. Aber durch diese Rippen, Kühlrippen, läuft Wasser. Dieses Wasser wird dann durch die Lüfter, die drauf geschraubt sind, bei einer 360er sind es meistens 320er Lüfter, wird das Wasser runtergekühlt und wird wieder in den Kreislauf gepumpt. Das ist so, ja, so die grundlegende Vorgehensweise. Hier haben wir alles, naja. Jedenfalls würde dann eben halt ein zweiter 360er Radiator und eben halt die CPU-AIO, die eine eigene Pumpe hat, und die CPU-AIO hat auch eine eigene Pumpe, so ein bisschen mehr, weil es ist auch nur so ein bisschen mehr Ausfallsicherheit geben. Aber nochmal, wirklich eine CPU zu verbraten, eher schaltet sich im Normalfall der Rechner ja ab, als dass ich durch Hitzeprobleme wirklich eine CPU grille. Das passiert tendenziell eher dadurch, wenn ich jetzt zu viel Strom auf die CPU gebe und meine haut ab. Und meine, dadurch kann ich jetzt noch großartig übertakten. Oh, ein Boss. Oh, der Boss war tot. Und da ist ein irgendwas gedroppt. Ist jetzt mal gut. Unique One-Handed Axe macht aber weniger Damage. Egal, gucken wir uns trotzdem an. Vor allen Dingen, weil es eine One-Handed ist, da könnte man, wenn es passt, auf der anderen Seite eben halt noch irgendwas dazu nehmen. Müssen wir uns angucken. So. Ja, das ist jetzt das, was ich umsetzen werde. Die AIO für die Grafikkarte soll laut Hersteller Februar, März, Ende Februar, Anfang März kommen. Ich habe da auch schon Kontakt mit denen aufgenommen. Und ja. Aha. Ach, da ist irgendwas.
Okay. Ah. Wir haben das Diadem der Viper gefunden. Restore the Redrick's Draft by using... Okay. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Brauche ich Platz oder was ist dein Thema hier? Ich nehme dich mal hier rüber. So, click right. Achso. Moment mal. Nee. So nicht. Aha, und wieso geht das hier jetzt nicht? Kann ich den hier vielleicht? Warum nicht? Hä? Right click to use. Brauche ich mehr Platz oder was ist jetzt? Moment mal, wir machen das mal. Blauer Bogen, bla. Bla. Hey, Moment. Den erstmal wieder hier hin. Was ist denn das? Hä? Warum funktioniert das nicht? Right click to place a cube on the ground. Das verstehe ich gerade, wer will. Kann ich den hier vielleicht reintun? Nein, kann ich nicht. Wartet mal, ich mach mal ein Portal auf hier. Hier hin. Das hat mit doch, glaube ich, nichts mit dem Ort zu tun, wo ich das mache, oder? Nee. Ich weiß, dass ich das Ding sogar schon mal benutzt habe, irgendwann mal. Verstehe ich nicht. Moment mal, ich will mal ins Options-Menü gucken. Interface Keybinding. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das jetzt soll. Keine Ahnung, Freunde. Ich verstehe es gerade nicht. Ah, Horadric Cube. Und jetzt, warum geht es jetzt auch mal? Naja, ich muss es nicht verstehen. Dann brauche ich jetzt diesen komischen Knüppel, den hier. Nee, wartet mal. Staff of Kings. Relics and Runes. Melee Weapon? Ich habe gerade keine Ahnung. Aber das ist doch der Horadric Cube. Range Weapons, Armor, Accessories. Ah ja, alles klar. Using the Horadric Cube. Das ist der Horadric Cube.
So. Habe ich. Komba. Alles klar. Jetzt haben wir den Heretic Staff. Okay, wir haben den Heretic Staff und quatschen jetzt nochmal eben kurz mit Mr. Deckard Cain. Deckard Cain, wo bist du? Da. Ja, ich bin gut. Aha. Find within the tomb the chamber whose floor is inset with a circle of seven symbols. Aha. Place the staff into the receptacle you find there. That will open the secret passage into Tal Rasha's burial chamber. But be prepared for a fight. Ja, war klar. Okay, wenn sonst nichts ist. Was gab's hier? Ein Devotion Point. Devotion Points, wie viel habe ich da jetzt eigentlich? Vier mittlerweile, die ich. Aber ich sehe es auch noch nicht ein, die zu verbraten. So, können wir den wieder haben? Danke. Wir haben ihn jetzt bei uns, alles klar. Ich weiß aber nicht, ob der. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, speak to us. Okay. Okay. Okay, wir können nochmal wieder zurück. Und dann, ach. Ja, komm, das machen wir noch in dieser Folge. Irgendwas habe ich vergessen in Ludgulane. Ich soll zu Drockman in Ludgulane sprechen. Wo auch immer das ist. Was? Nee. Welche Flachpfeife war denn das? War das der hier? Weil der hatte uns ja auch eine Quest gegeben. Nee, ne? Nein. Nein. Ich bin Jaren, Lord of Luke, portrayed in Magic. Okay. Wer war denn dieser Drockmann oder wie immer er heißt? Was hat hier Palim Palim? Achso, ich wollte gerade sagen. Er wollte mir sagen, dass die Folge zu Ende geht. Ach, er hier. Okay. Hast du. Na, siehst du wohl. Mhm. Aha. Aha. Toll. Hätten wir es andersrum gemacht, wäre schlauer gewesen, weil, naja, wir machen das jetzt noch. Dann ist aber auch Schluss mit lustig für diese Folge. Nee. Er wollte es. Und ich wette, dass der Eingang da unten ist. When the troubles began here, I allowed the terrified hair. Mhm. Explore the Palace. Aha, okay. Na gut, wir machen an dieser Folge Pause. An dieser Folge Pause. Was rede ich da an dieser Stelle Pause? Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.